Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone und wir zocken weiter mit dem Reno-Lock, mit dem Reno-Jackson-Warlock und ja, schauen wir mal, wie es läuft. Es lief die letzten Folgen relativ spärlich immer ein Sieg, eine Niederlage, ein Sieg, eine Niederlage, ein Sieg, eine Niederlage, halt die Fresse, es nervt, ja. Anstatt man einfach mal so eine 10-Win-Streak macht, nein, immer wieder Backenfutter und dann wieder Sieg und dann wieder Backenfutter und dann wieder Sieg und dann wieder Backenfutter und dann wieder Sieg und dann... Ach, mein Gott. Ja, Großwildjäger, beste Karte für die Starthand, die man haben kann, das ist mittlerweile wohl jedem bewusst. Denn, ja, die Useless-Lässlichkeit, was? Erfinde neue Wörter, ist einfach enorm. Und deswegen haut er halt extrem rein. Ja, fick dich, Alter. Ist zwar ein bisschen verschwendet, aber fuck off, die Karte ist einfach viel zu krass. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Jo. Ja, beste Karte dagegen, Alter. Die Counterkarte schlechthin gegen den Messer-Jongleur. Ja, komm, gib ihn einen Pieks. Nein! Fuck off. Jetzt aber, bitte. Was soll der Scheiß? Verdammte Axt, Mann. Oh. Egal, dann nehmen wir den. Oh, der kommt nächste Runde. Nächste Runde. Wobei, wir können auch schon den Schlickspucker, können wir auch schon rausbringen. Schlickspucker wäre eigentlich interessanter, oder? Jo. Aber eigentlich bräuchten wir jetzt schon Reno Jackson. Schlickspucker. Ja, jetzt bräuchte ich natürlich gleich erstmal eine Karte, die mir irgendwie Leben macht, Alter. So kann das doch nicht weitergehen. Zieh noch mal eine Karte, mein Freund. Wenn es dir hilft. Entschuldigt mich. Jo. Gut, wir hätten natürlich ihn auch schon rausbringen können. Hä? Nicht so richtig nachgedacht. Naja, was soll's. Mhm. Auf in die Schlacht, Male. Ja. Warte mal, eben kurz. Ja, was macht mehr Sinn? Eigentlich immer noch Dr. Boom, ne? Ach ja. Ich werde es Ihnen zeigen. Ich werde es Ihnen alle zeigen. Wenn ich langsam mal Reno Jackson kommt, dann sieht das böse aus für uns. Mein Schild für Argus.
Jo, danke. Jawoll. Wenn der noch Reno Jackson, wenn ich noch Reno Jackson dazu gezogen hätte, ey, dann hätte er ja mal die weiße Fahne gewedelt. So. Da haben wir auch noch ein Quest geschafft. Jetzt fehlt nur noch der letzte Quest. 5 Zauber müssen wir noch ausspielen. Ist nicht unmöglich mit diesem, mit dem Hexenmeister-Deck, aber... Eure Seele wird mir gehören. Ja, hauen wir die mal alle weg hier. Brauchen wir nicht. Aber ist mit dem Hexenmeister-Deck, das Hexenmeister-Deck ist jetzt auch nicht gerade voll mit den Zaubern. Die könnte uns noch, der säurehaltige Schlamm könnte uns noch richtig helfen. Das ist ganz gut, dass wir den, ist wahrscheinlich ganz gut, dass wir den auf der Starthand haben. Gleich jetzt erstmal den. Der ist, bietet sich ganz gut an gegen den Schurken. Dies ist unsere Stadt. Haut ab. Was kommt jetzt? Dafür, dass er dafür schon extra ein paar Zauber oder sich das extra schon ein paar Zauber hat kosten lassen. Warte mal, er hat ja jetzt eine... Ja, nehmen wir den nochmal mit. Das andere hätte jetzt nicht so wirklich gefruchtet. Der Passion. Soll noch ein paar Lurche, so eine 2-2er ausspielen, dann können wir ihn mit Dämonenzorn nochmal richtig einen weggeben, mitgeben. Passt doch. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Ziehen wir noch mal eine Karte. Stärker gerade in diesem Moment. Gebt mir eine Quest. Ach komm, hauen wir den raus. Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Eine Runde brauchen wir noch, um dann
Lord Yaraxxus rausspielen zu können. Sauber. Entschuldigung. Na, wen nehmen wir denn jetzt am liebsten mal? Ich kann mir jetzt eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen, dass der gleich... etwas 10 Leben uns abziehen kann. So, damit zieht er noch eine Karte. Jetzt gleich gibt er auf. Ich denke, er gibt auf. Entschuldigung. Wir werden reich sein. Dafür werdet ihr büßen. Das war's. Tadam! Ich glaube, wir haben den einen Quest trotzdem nicht geschafft. Auch wenn der Sieg echt mal wieder richtig schön souverän war mit dem Deck. Oh, ein einziger Zauber. Fuck. Naja, Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.